Nach einer kleinen Pause geht es jetzt weiter. Beziehungsweise für euch sollte es sich die Pause nur um ein paar Stunden mehr handeln als sonst, da ich nicht in Lage bin zu zählen. Deshalb die Folge gerade etwas später aufnehmen als eigentlich üblich. Ja, wir wollen auf den Friedhof. Ashland Hills Cemetery. Und hören schon irgendjemanden jammern, aber ist das vom Friedhof oder hier? Hier ist jemand. Wie er sie anstarrt. Okay, dann kann ich hier noch wem helfen. Letztes Mal hart übersehen. Harte Trennung. Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Ich sehe es mir an. So, neues Hinweis. Gebrochenes Herz, also neuer Nebenfall. Es braucht keinen Detective, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich soll herausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Okay. Gibt eigentlich nur wenige Hinweise. Wir beeinflussen. Kann ich erstmal irgendwie hier andere Hinweise finden? Vielleicht von ihr? Was würde sie an die Ex ihres Verlobten denken lassen? Ja, die andere? Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Okay. Eine Schulter zum Ausweinen. Sieht aus, als hätte die Neue ihn angesprochen, weil er so verstört und einsam aussah. Okay. Dann kann man der echt schon mal keinen Vorwurf machen. Was würde ihn an seine Ex erinnern? Die Ex? Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die. Wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Selbstmord der Ex-Freundin. Anscheinend hat er seine Verlobte erst nach dem Selbstmord der Ex-Freundin kennengelernt. Ja, dann können die da wirklich nichts für. Hat er sie betrogen? Sie hat sich umgebracht? Nee. Die Reihenfolge ist wichtig. Ja. Also gebrochenes Herz, dann Selbstmord, dann Schulter zum Ausweinen. Okay, so macht Sinn. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Schlechte Neuigkeiten. Wie sich herausstellt, hat er sie nicht betrogen und ihr Selbstmord hat sie zusammengebracht. Bin Ja. nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Scorned. Ich sollte wie Honorar nehmen für das, was ich hier mache mit ihm. Ich bin mittlerweile schon ganz schön reich, glaube ich. Den ganzen ungeklärten Geisterfällen. So, jetzt aber auf zum Friedhof endlich. Habt ihr
es immer als Julias letzte Ruhestätte betrachtet. Jetzt ist es nur noch der Ort, an dem sie begraben ist. Schätze, ich werde hier auch begraben. Aber es ist für uns beide kein Heim. Nur der Ort, an dem sich andere an Vergangenes erinnern. Gruseliges Geistermädchen, das mich verfolgt. Das Gute ist, Rono muss sich, glaube ich, da. Dass es so lange her ist, Julia. Keine Gedanken machen, wie gruselig der selber ein Geist ist. So, begib dich zum Friedhof. Da vorne ist das gruselige Geistermädchen. Neues Ziel, finde Joy. Jetzt gucken wir, welche Dämonen sind. Sieht nicht so aus. Vorne ist ein Hinweis für uns. Das ist ein Zettel. Bedeutung von den Tod betrogen. Ich musste nach dem Tattoo des Sensenmanns fragen. Ich weiß, es sagt den Tod betrogen, aber ich wusste nicht, wie er es getan hat oder warum. Dann zeigt er mir seine Narbe. So eine Stichwunde zwischen die Rippen hätte leicht tödlich sein können. Es ist ein Wunder, dass er am Leben ist. Und es hielt ihn nicht davon ab, wieder zu stehlen. Er lernte es nie. Warum gefällt mir das so? Ja, Julia ist scheinbar ziemlich angetönt hier vom stehlenden Ronan. Weiß nicht, ob das jetzt so für sie spricht. Da drüben ist Joy. Aber gucken wir uns erstmal hier die anderen Geister an, die hier noch so unterwegs sind. Sind doch einige. Alles okay? Ich weiß nicht. Ich war so betrunken. Wir beide. In der einen Minute hat sie ihre Hände überall und in der nächsten bin ich im Wasser. Als ich wieder hochkam, war sie weg. Hat sie dich geschubst? Nein, nichts in der Art. Wie gesagt, ich hatte zu viel getrunken und verlor das Gleichgewicht. Ich war nur überrascht, dass sie danach einfach weg war. Etwas muss sie verschreckt haben. Ja, vielleicht deine im Wasser treibende Leiche. Was? Vergiss es. Okay, der weiß nicht, dass er tot ist. Natürlich auch schon mal bitter. Lässt einen die Wärme des Reviers vermissen, was? Deine geheime Besorgung war eine Taschenlampe? Sei still. Ich kann dich nicht sehen und wir reden nicht miteinander. Klar? An diesem Ort wimmelt es von Leuten, mit denen ich nicht das Geringste zu tun haben will. Hey, wir sind auch noch Leute. Im Buch steht, genau hier sei ein Mord geschehen. Aber ich sehe hier nur eine Menge Laub und Schlamm. Das kann keine Sackgasse sein. Nicht jetzt schon. Was soll ich nur tun? Überlass das mir. Ich muss ermitteln, ob es eine Verbindung zu den Glockenmorden hier gibt. Okay. Das werden wir auch gleich machen. Aber erstmal gucken wir gerade mal hier drunter. Ach, kann ich gar nicht. Okay. Ich könnte hier noch irgendwo hin. Ja, ich kehre gleich zur Ermittlung zurück. Ich gerade mich einmal hier umsehen, ob ich hier noch irgendwas einsammeln kann. Da hinten ist irgendwas auf jeden Fall. Aber ich glaube, hier vorne in dem Bereich ist sonst nichts mehr. Ich dachte, ich könnte noch irgendwie unter die Brücke, dass da was versteckt sei. Das ist aber auch nicht der Fall. Dann
ermitteln wir mal. Wie es hier so aussieht, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Was haben wir hier? Tape. Polizeiabschwibband. Die Cops müssen das hinterlassen haben, nachdem sie mit ihrer Untersuchung hier fertig waren. Okay. Dann scheint auf jeden Fall hier irgendwas tatsächlich ja passiert zu sein, denke ich mal. Schaufel. Warum ist das hier? Warum liegt hier eine Schaufel? Gräber werden nicht mit Schaufeln ausgehoben und wenn sie Teil des Verbrechens wären, hätten die Cops sie mitgenommen. Stimmt. Normalerweise nimmt man jetzt irgendwie Bagger dafür. Was haben wir hier noch? Da liegt auch noch irgendwas, was kann ich nicht verwenden. Hier noch irgendetwas? Ja, hier ist doch was. Was kann ich hier durch Beobachtung lernen? Verstorben. Versunken. Nein. Abgewrackt. Hä? Abgewrackt haben wir und sie ist sauber eigentlich ziemlich, oder? Ne, makellos. Ist auf jeden Fall nicht zerfetzt. Hä? Okay, also das würde ich jetzt eindeutig anders sehen, oder? Das ist doch nicht zerfetzt. Ach doch, da hinten. An ihrem Ärmel. Ja, okay. Ein anderer Geist hat die Leiche des Opfers den Fluss hinabtreiben. Er weiß vielleicht mehr darüber. Okay. Dann suchen wir nochmal den Geistermann. Das wird der hier sein. Hi. Was weißt du über das Mädchen, das hier angeschwemmt wurde? Dieses Ding schwamm neben mir im Fluss. Ich glaube, es ist in den Büschen dort gelandet. In den Büschen versteckt. Der Zeuge sah, wie etwas angeschwemmt wurde und in diesen Büschen landete. Muss herausfinden, was es ist. Okay, in den Büschen. Hier? Dunkles Gebüsch. Die Büsche sind zu dunkel, um etwas sehen zu können. Ich muss einen Weg finden, sie mit mehr Licht zu durchsuchen. Es ist zu dunkel in den Büschen. Ja, Joy hat eine Taschenlampe dabei. Joy, ich brauche deine Hilfe, um etwas aus den Büschen zu holen. Okay. Ich mit ihr. Ah, das sei. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, aber mehr war da nicht. Ja, danke dir. Wenn ich es jetzt noch anvisieren könnte. Okay. Das Seil kommt mir bekannt vor. Moment mal. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich das Seil schon mal gesehen? Ja, hier, auf dem Muster der Mordopfer. Ich muss flussaufwärts und rausfinden, wie sie gestorben ist. Ich sag's besser, Joy. Gemeinsamkeiten der Glockenmörder-Opfer. Das weist Ähnlichkeiten zu anderen Glockenmorden auf, aber ich muss weitere Informationen finden. Okay. Ihre Leiche wurde angeschwemmt, also wurde sie flussaufwärts ermordet. Aber wo? Kilometer an Flussbänken auf beiden Seiten. Da kann ich genauso gut eine Nadel in einem Haufen von Nadeln suchen. Nein, du Genie. In dem Fall wär's ein Nadelhaufen, in dem es von Geistern wimmelt. Wünschte, wir könnten sie fragen. Weißt du? Sophia. Heilige Scheiße, vielleicht können wir das. Das ist der Geist, der mich beobachtet hat.
Dieses Mädchen wollte mich nicht in Ruhe lassen. Das ist sie. Die auf dem Foto. Verdammt, hör auf damit, ja? Warte, lass mich nicht allein. Hast du das gesehen? Ja, sie hat mit dem toten Polizisten gesprochen. Ein kleiner Gefallen. Gib ihr eine Chance. Bitte. Hey, ich brauche Hilfe. Bitte. Hörst du das? Ja, natürlich habe ich das gehört. Dämonen. Cool. Scheiße. Neuer Hinweis, Sophia. Das Mädchen, das mich auf dem Friedhof beobachtet hat, ist das Mordopfer. Ich muss sie finden. Ja, erstmal muss ich irgendwo gerade in Deckung, nehme ich an. Oh Gott, wie viele Dämonen da hinten sind. Vielleicht gucke ich mich aber hier vorher gerade mal um. Ob ich hier noch was übersehen habe, in dem Bereich. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Ja, und hier hinten sind ganz schön viele Dämonen. Na gut, 3 Stück. Fuck, ich dachte, der hat sich umgedreht. Also für mich guckt er in die andere Richtung. Ja, whatever. Einer ist da hinten noch und der ist hier vorne. Hat verkackt. Ja, ja, such du, Mann. Jetzt muss ich natürlich wieder warten, bis er hier vorne ist. Das ist ganz schön nervig eigentlich. Na komm. Ich kann jetzt, glaube ich, nicht springen im Moment. Das wäre, glaube ich, nicht so klug. Jetzt. Weil da L irgendwas steht, drücke ich manchmal automatisch nach links, anstatt hier auf die Richtung von dem Pfeil zu achten. Das ist natürlich nicht so geil. Interessiert denn das? Sehr gut. Soviel zu den Dämonen. Nehmen wir noch eine Notiz. Eine Spaziergang über den Friedhof, also sehr romantisch. Friedhöfe faszinieren mich, besonders die alten Teile. Ich schätze, es ist wie ein Museum. Ronan, wie der Held er ist, kam mit mir mit und hörte sich geduldig an, wie ich von Kolonialgouverneuren, die hier beerdigt wurden, und von Massengräbern der Pestopfer von 1660 und der am Gelbfieber verstorbenen Kanalarbeiter plapperte. So viel Leben und Tod fand in dieser Stadt statt. Und was für ein friedlicher Ort, um eine Perspektive zu allem zu gewinnen. Okay, also das mit der psychischen Erkrankung wundert mich langsam nicht mehr bei ihr. Wenn man sowas faszinierend findet. Nun hat man doch ein paar tiefergehende Probleme. Ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Altersschwache Grabsteine. Okay, was soll mir das denn sagen? Vielleicht kommt das noch irgendwie oder wird noch irgendwie wichtig. Ursprüngliche Friedhofsmauer. Okay. Also hier ging es eigentlich mal los. Und wir lesen gerade noch hier das letzte Ding. Verwegener Ronan.
Schätze, ich hätte damit rechnen sollen. Ein Mann mit so vielen Tattoos hat keine Angst davor, heute etwas zu tun, das er morgen vielleicht bereut. Aber wenn ich mich an ihn binde, brauche ich eine Versicherung, dass ihn interessiert, ob er lebt oder stirbt. Ich höre Geschichten von seinem Wagemut, den Risiken, die er auf sich nimmt, und ich hoffe, er will mich nur beeindrucken. Wenn nämlich nicht, dann stößt er sich eines Tages an eine Situation und kommt in einem Sarg wieder heraus. Ja, good call. Genau das ist passiert. Ja, für uns geht's morgen weiter. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann.